So, moin Leute, es ist der 18.01. und ja, ich bin auf dem Weg zum Futterhaus hier in Harburg und was ich da kaufe, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! So, das ist der erfolgreiche Einkauf, eine Tüte Soil. Und zwar die Pflanzen für unser neues Pflanzenprojekt. Genau. Wollte ich schon immer mal wieder machen. Ein bisschen reines Pflanzenaquarium ohne Tiere und Co. Einfach mal schön so im Dutch-Style das Ganze fertig machen. Also wie ihr seht, ich habe das Aquarium auch schon soweit vorbereitet. Soil ist drinne mit ein bisschen Nährboden unter. CO2-Flasche. Und ja, hier meine Konstruktion, weil der Diffuser von ADA hier, diese Gummidinger, die sind scheiße. Also die halten wirklich nicht an den Kanten, da kann man nichts machen. Ganz schmal, Dennerle Eckfilter, improvisierte leuchtete Rückwand. Und ja, die Pflanzen zeige ich euch jetzt. So, ja, mit der habe ich schon eine richtig gute Erfahrung. Das ist die Rotalahara, die wird richtig geil, knackig rot nachher, wenn man da ein bisschen Eisenmangel hinzugibt und ordentlich Licht. Das habe ich schon mal zu meiner alten Aquascaping-Zeit durch. Und das ist eine Stängelpflanze, die wächst quasi, könnte theoretisch aus dem Aquarium rauswachsen. Wenn ich da Bilder finde, kann ich euch das mal einblenden. Dann Hydrophila. Pinnatifida, geile Pflanze, ich liebe die einfach, weil die so richtig geil verschiedene Farben kriegt. Klassiker. So, Rotala Indica Bonsai, kenne ich gar nicht. Sah mega interessant aus mit diesen orangenen Spitzen, wenn die vernünftig blüht. Wir werden mal sehen, wie das Ganze wird. Und dann Cryptocurrin, ja, oh ja. So hatte mir der Pflanzentypi da, der gesagt, nimm mal mit, die ist geil. Wollen mal sehen, wie die so abgeht. Ja, ich würde sagen, mal ein bisschen Wasser rein und dann werden wir mal einpflanzen. So, frisch eingesetzt, also eben gerade wirklich fertig geworden. Normalerweise müsste man erstmal warten, bis das alles aufklappt, ein bisschen schöner aussieht. Die Sachen so ein bisschen begradigen, aber hier wird nichts geschönt. Ja, die beiden Rotalas habe ich hinten platziert. rechts ist die Hara und links ist diese India, keine Ahnung, schieß mich tot, wie das Ding hieß. Hydrophila, Pinnatifida, aber mir ist der Name fast gerade nicht eingefallen. Und diese, die mir der Kollege empfohlen hat. Jo, wir werden jetzt warten, bis das ein bisschen aufklart, dann werden wir die Sachen so ein bisschen begradigen, ein bisschen schöner machen und dann gibt es noch mal ein paar schöne Aufnahmen. Und dann halte ich euch bei dem Becken auf den Laufenden, wie es denn mit unserem schönen Pflanzenbecken so wird. Also eine Lampe habe ich übrigens jetzt, eine Twinstar und eine beleuchtete Rückwand. Ja, ich denke, das sollte eigentlich reichen. Drei Tage später. Ja, moin moin Leute. Ich habe mir mal wieder neue Tiere besorgt und welche genau das jetzt sein werden, das zeige ich euch in diesem Video, plus wie wir die eingewöhnen, da die Tiere von einem Welszüchter kommen, der natürlich die Becken etwas mehr beheizt. Und da wir hier jetzt keine großartigen Temperaturen in den Becken fahren, werde ich jetzt erstmal mit euch darauf eingehen, was ihr machen solltet, wenn ihr Tiere von anderen Leuten habt, die ihre Becken quasi ja, höher heizen oder geheizt haben. Ja? In dem Fall zeige ich euch jetzt mal, wie ich das mache. So, meine Lieben, das ist das besagte Becken, wo die Tiere reinkommen werden. Ja, es ist das neue Neocaridina Zuchtbecken, was ich jetzt so habe. Wenig Sand, bisschen Busophalandra in der Mitte, zwei Filter, das war's. In der Mitte seht ihr schon was, worum es jetzt geht. Der ist jetzt nur erstmal drin, um die Tiere nicht gleich zu schockieren. Wir gewöhnen sie auch langsam ein und Co. Aber, und zwar habe ich jetzt hier erstmal eine Heizung drin und heizt das Becken jetzt erstmal auf 27 Grad vor, so wie die Tiere auch vorher gehalten wurden. Ihr könnt nach und nach im Laufe der Wochen und Monate die Tiere quasi entwöhnen,
mit der Temperatur. Nur jetzt durch den Transport und ja, durch das neue Wasser, was denen jetzt gegeben wird, die neuen Gegebenheiten und Co., ist es ungeheim wichtig, dass ihr erst darauf achtet, dass ihr, wenn es geht, irgendwie die Wasserwerte anpasst. Ich habe hier das Glück, der Kollege kam aus dem Süden bei mir und wir haben, würde ich sagen, fast dieselben Wasserwerte, also weich aus der Leitung. Und ich kann ja mal gucken, irgendwie was bei mir. Ich habe gerade komplett, ich hatte vorher das Becken 3 Wochen lang mit demselben Wasser drin. Ich habe jetzt gerade einen Wasserwechsel gemacht und zwar hatten wir das runter bis auf 90%. Deswegen ist es auch gerade noch so ein bisschen staubig. Ich gucke jetzt mal, was die Wasserwerte so frisch aus dem Hahn sagen. Kein Augenblick. So, dann schauen wir mal. Also man würde sagen, perfektes Bienenwasser. Na, schaffen wir die 300 Latt. Also wenn das jetzt, also ein 270er, 280er. Na, bleibt jetzt stehen. Also, runden wir mal auf, sagen wir 285er Leitwert. Frisch aus dem Hahn. Ich weiß nicht, Leute, was will man mehr? Das ist ja eigentlich das geilste Garnelenwasser, was es überhaupt gibt. Das ist echt toll hier am Hamburger See, muss man einfach so sagen. Man braucht eigentlich fast keine Osmoseanlage mehr. Fast. Gut, ja, wir werden das Becken jetzt erstmal vorheizen lassen. Dann werde ich jetzt gleich ein bisschen Bakterienpulver noch hinzugeben, da wir gerade sehr viel Wasser rausgenommen haben, allgemein noch ein bisschen. Dann werde ich das so machen, dass ich die Tiere mit Verpackung oben drauflegen werde. Das Licht ausmache, um Stress zu vermeiden. Dann nochmal eine Stunde warte und dann werden wir sie antropfen über den Tag hinweg, würde ich mal sagen, mit dem neuen Wasser. Und dann solltet ihr auch eigentlich hundertprozentig sicher gehen, dass da kein Tier bei zu Schaden kommen kann. Wie genau wir das machen, werden wir jetzt in diesem Video sehen. Ja, Licht ist aus, haben wir jetzt schon ausgemacht und wir sind schon, ich habe schon einen Schritt weiter übersprungen, weil ich brauche das jetzt nicht noch zeigen, wie ich die Tiere da oben raufgelegt habe, um da die Temperatur anzupassen. Denn wir sind schon in diesem Modus hier, dass die Tiere wunderbar angetropft werden. Sehr interessant, dass sie sich auch alle aufhalten, da wo es tropft. Mhm. Sehr interessant. Ja, was sind das für Tiere? Und zwar Yellow Fire Neon. Mit teilweise richtig tollen Rückenstrich, wie ihr das sehen könnt. Richtig tolle, qualitativ schöne Tiere. Und die ganze Geschichte, wir werden das Wasser jetzt auf jeden Fall hier verdreifachen. Man sagt immer so schön verdoppeln, ich bin aber eher für verdreifachen. Und das dauert bestimmt noch 1-2 Stunden. Deswegen habe ich jetzt auch genug Zeit, um andere Dinge hier zu erledigen. Ja, währenddessen die Tiere sich gerade wunderbar ans neue Wasser gewöhnen, kann ich euch natürlich jetzt mal ein kleines Update zeigen. Dieses Video erstreckt sich natürlich über mehrere Tage hinweg. Es hat angefangen am 18.01. Heute müssten wir, wenn ich mich nicht täusche, den 20. haben. Ich hoffe, das ist richtig. Oh, no, 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 no. Ja, selbstverständlich war es nicht richtig. Es war der 21. Ja, okay. Man lebt so ein bisschen an dem Leben vorbei, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich muss was machen. Gut, ja. Das Becken entwickelt sich wunderbar. Wir haben Beleuchtungsdauer von 9 Stunden pro Tag. Bei einem humanen Lichteinstrahlverhalten, beziehungsweise ist jetzt nicht die brutalste Lampe. Ich könnte hier, wenn ich möchte, eigentlich noch eine Shihiros-Lampe drüber setzen mit richtig Wumms, aber aus Erfahrungswerten sage ich, ich möchte hier nicht die Eigenphase wird kommen. Sie wird kommen. Da kann man nichts gegen machen. Die wird definitiv kommen. Aber wir können es beeinflussen mit dem Licht und mit dem Lichtverhalten, dass es halt etwas weniger wird. CO2 läuft hier ohne Nachtabschaltung, das heißt, es läuft auch nachts. Das können wir machen, weil wir hier keine Tiere drin haben. Ja, ich glaube, 2 Schnecken sind hier drin. Ja, und das war's. Komplett. Also, wir können ja mal kurz reinschauen, wie sich die Pflanzen bis jetzt so entwickelt haben in der sehr, sehr kurzen Zeit. Und wir sehen eigentlich nicht viel. Ja, die Pinnatifida zeigt so ein bisschen Farbe schon. Das ist ganz schön, muss man sagen, mit diesen pinken Spitzen hier so ein bisschen. Die war ja vorher fast nur grün. Die Rotala Indica ist es, glaube ich.
Ja, läuft langsam an, sag ich mal so. Die Rotalahara auch. Da habe ich euch ja schon am Anfang gezeigt, wie die nachher aussehen kann. Also wird unglaublich. Und bei der bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Das sieht so, ja, ich weiß nicht. Also, da gibt es ein paar Blätterchen dazwischen, wo ich mir ein bisschen Gedanken mache, jetzt schon. Aber wir werden einfach mal abwarten, wie das Ganze so wird. Wie gesagt, Einfahrphase. Das Becken wird regelmäßig mal eingeblendet von mir, wie sich das entwickelt. Weil das ist ja jetzt mal nicht in 3 Tagen gemacht, ne? Dann kann ich euch in dem Zeitraum ja so mal ein bisschen wieder updaten. Und zwar vielleicht wieder interessant. Ne, dieses wunderbare Klettergerüst gibt es bei Aquaristik Junkies in deren Online-Shop. Haben sie mir zur Verfügung gestellt. Und wie ihr seht, wenn man human beleuchtet, ja, dann wird das auch ja, interessant. Beziehungsweise jetzt kommen langsam diese seltenen Moose, die ich ja geschenkt bekommen habe von lieben Puzzle Shrimp, der auch dieses wunderbare Futter hergestellt hat. Jetzt kann man mal so ein bisschen die Unterschiede erkennen. Also das hier in der Mitte sieht sehr, sehr wild aus. Normales Flammoos habe ich auch mit drauf. Und also und hier natürlich, das sieht halt sehr, sehr interessant aus. Das hat so ein bisschen was von Fissidens. Aber ist gar kein Fissidens. Ja, den Tieren geht es blendend hier drin. Sind keine Neocaridina, sind zwar auch gelbe. Man könnte denken, ich habe ein Fell für gelbe Tiere. Habe ich aber eigentlich gar nicht. Eigentlich habe ich das gar nicht. Ich mag eher so die Fancy, die roten und so, und oder die schwarzen, aber das ist halt meine Hamburger Linie. Und ich habe die so lieb gewonnen. Ja, mal gucken. Vielleicht fütter ich die nachher mal, dass ich nachher mal mit euch so ein bisschen zeigen kann, wie viele Tiere hier überhaupt drin sind. Wie gesagt, Becken läuft top, stabil. Ich kann mich da einfach nicht beschweren. Bis jetzt nicht beschweren. Und Technik bin ich ja schon drauf eingegangen. Im letzten Video. Was für den einen oder anderen Garnelenhalter vielleicht noch interessant ist. In diesem Becken hier sind Reste von meinen ja, Blue Bowls, Hashtag Mischmasch-Geschichten drin. 3 Tiere. Ja, 2 kann man hier gerade sehen. Irgendwo ist das dritte Tier. Ich weiß nur nicht wo. Ja, es sind auf jeden Fall 3 Tiere hier drin. Ach, guck mal hier vorne. Guck mal. Da. Ich wollte euch mal veranschaulichen. Ich habe gestern hier Wasserwechsel in den Boden sauber gemacht. Was 3 Tiere, ich betone nochmal, 3 Tiere, so an Kot hinterlassen. Und zwar ist das alles Kot hier. Und wir sprechen von 3 Tieren und gestern Wasserwechsel gemacht. Da könnt ihr euch mal im Klaren sein, wenn ihr ein Becken habt mit 20 oder 30 oder 40 oder 50 Garnelen oder 100 Garnelen, was da alles so im Bodengrund landet. Und wenn wir schon mal dabei sind, kann ich ja noch ein bisschen mein Nebenprojekt, was ich ja noch gar nicht so vertieft habe mit euch, nochmal zeigen. Und zwar das Projekt Ultra Bloody Mary. Also ich versuche hier ein ganz krasses, geiles Rot hinzukriegen. Mit den besten Tieren, die ich so überall erhasche und finden kann. Und ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall ein stabiles, schönes Rot, oder? Oder was? Meint ihr? Wie man auch sehen kann, Mädels alle hier schön tragend und ich bin auf den Nachwuchs echt super gespannt. Ist auch so ein Becken, wo ich die Scheiben mal putzen könnte. Können. Aber no way. Und ist tatsächlich mit Zoll in der Mitte und ein bisschen Sand und ein bisschen Algen und ein bisschen Moos. Und ist ein altes Fluvalflex, optimiert für die Garnelenhaltung. Ich glaube, habe ich in einem alten Video schon mal gezeigt. Bisschen verfeinert und verbessert. Man kann es auch, glaube ich, sehen hier am Schacht. Dass das da gehe ich irgendwann vielleicht nochmal genau drauf ein, wenn ihr da Bock drauf habt. So, meine Lieben, wie ihr seht, sind die Tiere jetzt im Becken. Putzmunter und fröhlich. Und werden hoffentlich uns hier viele Babys bescheren. Ich habe schon die erste tragende entdeckt. Und ja, es ist ein super schöner Stamm einfach. Auf dem gelben Bodengrund kommen die natürlich nicht ganz so krass, muss man sagen. Aber das kriegen wir schon mit bestimmten Futter hin. Es gibt da gewisse Futterarten, die so ein bisschen die Farbe pushen.
und das kriegen die hier bei mir. Ja, das war das kleine Update-Video. Wie gesagt, dass wir gleich nochmal das Pflanzenaquarium mit drin hatten. Plus so einen kleinen, ja, die anderen Projekte nochmal mit beleuchtet haben. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Und jetzt gibt es auch ein paar schöne Aufnahmen von den Tieren, wenn ich noch welche hinkriege hier. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht das Beste aus eurem, ja, Resttag oder was auch immer, was ihr noch habt, auf dem Sonntag hier. Liken, Abo und kommentieren würde mich sehr freuen. Motiviert mich ungemein auch. Pusht den Algorithmus, dass der Kanal hier mal ein bisschen vorankommt. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.